Hallihallo, liebe Freunde auf YouTube, hier ist er wieder, euer Torg. Grüße gehen raus an euch. Heute habe ich wieder dabei das Spiel Willy Morgan. Das habe ich vor 2 Jahren das letzte Mal gespielt, als Demo-Version. Und jetzt habe ich von dem Entwickler einen Key bekommen für die Vollversion. Und ist schon ein bisschen länger draußen, von daher, ich bin nicht der Erste, der das jetzt let's playt. Aber mal gucken, was wir hier so machen können. Also hier ist ein Fahrrad, ne? Ein halbfertiges Fahrrad. Ja, dann gehen wir mal da hoch. Mal gucken, was wir noch brauchen. Achso, liebe Freunde, ich bin übrigens auch auf Twitch, ne? Torg_live. So. Schaut doch einfach mal vorbei auf Twitch. Würde mich freuen. Lasst ein Follow da. Oder hier dem Video einen Daumen hoch und einen Kommentar. Ich freue mich immer über alles. So, Tür machen wir mal zu. Und haben wir jetzt hier ausgetrocknetes Sonnenöl mit eingeschalteter Lampe. Sollte jetzt eigentlich funktionieren, ne? Excellent. The heat from the lamp is melting the oil. It's ready to use now. Gut. Jetzt haben wir Sonnenöl da. Da oben ist ein Traumfänger. Also das ist jetzt Folge 2 von dem Spiel, weil ich vor 2 Jahren eben die Demo gespielt habe und hier aufgehört habe, wo ich jetzt gerade bin. Okay, hier sind Pedale im Schrank, in der Schublade. Okay. Da sind sie, ja. Okay, Schranktür, irgendwas Interessantes drin. Nein, nichts Interessantes im Schrank. So. It won't come off. It looks like it's bolted on. Okay, die ist festgeschraubt. Der Traumfänger. Dann machen wir jetzt mit dem Sonnenöl. Jawohl, 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 jawohl. I also finished the suntan oil. I better leave the empty bottle here. So, und jetzt. Now it works. Jetzt geht es. Ding. So. Haben wir jetzt alles? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, die Klingel brauchen wir noch. Fürs Fahrrad zusammenbauen. Klingel. Und die kriegen wir hier bei dem Wecker. Wie geht das jetzt mit dem Wecker? Mit dem Schraubenzieher, ne? Schraubenzieher mit Wecker. Und kaputt gemacht. Schau mal, was drin war. Replacing the internal alarm with a bicycle bell might not have been a brilliant idea. So, I think I'll need a short nehmen bitte. Sehr gut. So, hier haben wir jetzt glaube ich nichts mehr, ne? In dem Raum, nein. Hier können wir noch mal in den Spiegel gucken. Macht da irgendeine coole Animation? Ne. Okay, raus. Wieder nach unten. Wir probieren einfach mal alles aus, ob wir jetzt alles da haben oder ob noch was fehlt, werden wir gleich sehen, wenn ich jetzt die Teile an das Fahrrad mache. Klingel mit Fahrrad, bitte. Ah, erst den Lenker. Der Lenker ist noch nicht da. Es fehlt etwas, der Lenker. Okay, wo kriegen wir denn hin? Ja. Aus der Küche. Im Kühlschrank. Ja, ohne Scheiß, der Lenker ist im Kühlschrank. Da ist er. Okay, wir müssen aber jetzt die Schraube erst befestigen, sonst geht das nicht. Schrauben. Just what I needed. Festgeschraubt, perfekt. Und jetzt können wir den Lenker nehmen, ne? I couldn't go anywhere without it. Bing, geilo. Schönen Grüße gehen raus an die Britta, an die Rosi, an die Rena, an den Jens. Ja, und alle anderen Zuschauer, die bis hierher zugeschaut haben. Seid gegrüßt vom Torg. Ja, haben wir noch hier irgendwas zum Nehmen? Nein, ich glaube nicht. Hier müssen wir rausgehen. Jetzt
Mikrowelle, Konserven, Ofen, Uhr, Kühlschrank, Sachen. Nein, nichts mehr. Dann nehmen wir mal zuerst den Lenker an das Fahrrad. Sehr gut, sagt er. There's still something missing. Willy Morgan. So, Traumfänger als Rad. Ich kann die Form schon erahnen. Okay, dann Klingel. Nearly there. Pedale. It's not time yet. Zahnrad. Nearly there. Fast fertig. Not long to go. Nicht mehr lang. Und jetzt Pedale. It's not time yet. Hä? It's not time yet. Was macht die Notiz? Da steht Pedale abgehakt mit dem grünen Haken. There's still something missing. Es fehlt immer noch etwas. Ja, ich weiß. It's not time yet. There's still something missing. Meine lieben Freunde auf YouTube. Ich weiß nicht. Ah, wir machen mal den Sattel dran. I'd really love to try it. Gut, das hat funktioniert. Dann, hier haben wir noch Zahnräder. Perfekt. A few more parts. Okay. It's not time yet. Den Gürtel not als Kette. Jawohl, funktioniert. Jetzt die Pedale. They connect perfectly. Die passen perfekt zusammen. Ah, geil. Wer hätte es gedacht? Das Fahrrad ist fertig. Bonetown, here I come. Und mal kurz das Fahrrad in die Tasche gesteckt. So muss es sein. Immer schön alles mitnehmen. In jedem Point and Click. Alles, was man kriegen kann, mitnehmen. So, da ist das Fahrrad im Inventar. Wir haben noch einen Schraubenschlüssel, noch einen Gummihammer, noch einen Schraubenzieher. Saugglocke. Und ich glaube, jetzt können wir hier das Haus verlassen. Let's go. Wie er sich aufs Fahrrad schwingt, wie cool. Wo er mal rumfährt, guckt euch an. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Wir sind so langsam am Ende angelangt. Und lasst doch dem Video einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr, sehr freuen, wirklich. Vielen Dank für all euren Support. Inwiefern? Und zwar Kommentar, Daumen hoch, Abo, Subscription, Glocke nicht vergessen. Und jetzt sind wir hier in einer Piratenstadt. Und gerade eine Errungenschaft bekommen. Steam, ich mag ja Steam-Errungenschaften, ne? Es gibt nichts Cooleres. So. Wir können nochmal mit dem Gastwirt reden und dann hören wir langsam auf, ne? Good evening, my good man. Good evening, boy. How can I help you? I need a place where I can stay tonight. It's your lucky day, boy. The Dead Man Inn is the best in the business. Very good. I almost feel at home. Are there any rooms available? I'm happy to check. Zimmer frei? I have to warn you, we are in peak season. In this one, we still have to clean up bloodstains. Room 08 is already occupied. By me. I just have number 09 and 10 left. Okay. Zimmer 09 wäre perfekt. Das ist auch meine Glückszahl. Okay. Then 09 would be perfect. That is also my lucky number. In that case, I can't do anything other than give you room 10. But I just told you I'd like to have 09. Everybody likes number 9. If I gave you that room,
The next customer could only take number 10, which nobody likes. So they would leave. I could leave too, since I'm not pleased with that. Of course. Indeed, you have the look of someone who can go and choose another inn. For your information, Dead Man Inn is the most comfortable, as well as the only inn in a 40-kilometer area. You can also go find yourself another inn and come back tomorrow morning. I'm always here. Also zu meinem 09 oder 10. Ich will wirklich 09 oder 10 ist... Ah, 10. Room 10 is okay. Do you have money for the accommodation? Hast du Geld für die Unterkunft? Ja, ich denke. One night in this amazing resort. I don't know what a resort is, but it is sufficient that you have the money to pay. Here's the money. Hier ist das Geld, jawohl. It will only be Kual, meine lieben Freunde, Kual, sag ich da nur. To whom do I have the honor of speaking? Morgan, William Morgan. Morgan, that name sounds familiar to me. Have you already been in our lovely little town? Many years ago, but I was very young. Maybe you remember my dad, Henry Morgan. Henry Morgan, you said? Something springs to mind, but I think a long time must have passed. Yes, a long time. I'd say 10 years. Ich wollte schon längst aufhören mit Aufnehmen. Jetzt komme ich hier nicht drum rum, den Dialog einfach abzubrechen. Auf jeden Fall für die Gastfreundschaft und zum Jubiläum des Verschwindens. Definitely for the hospitality. I agree. Here at the Dead Man Inn, the customer is of the utmost importance. I have no doubt about it. Now I have to get back to my job. Help yourself to the key to room. Nimm dir den Schlüssel zur Nummer 10. Once you are settled in your room, you'll find a pre-printed form. I need to complete the check-in. Bring it back as soon as you have filled it out. All right, thank you. All right, thank you. Thanks and goodbye. Thanks and goodbye. So, dann nehmen wir uns den Schlüssel Nummer 10. Eingesteckt. Oh wei. Das rote Telefon. It's me. You won't believe this. Henry Morgan's son just showed up here. Henry Morgan's Sohn ist hier. He hasn't said too much about the reason for his visit. What do you want me to do? Do I warn Bob? Yes, standard procedure. Okay. As soon as the kid comes back here, Bob will take a good look at the belongings of the young Morgan. Sure, boss. I'll keep you posted. See you later. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Bis später. See you later, Alligator. Okay, jetzt sind wir hier angelangt in dem Hotel. Sag ich jetzt einfach mal. Da ist die Nummer 8. Weiter nach rechts geht's zur Nummer 10. Wir speichern jetzt mal ab. Wie geht das? Da oben mit Speichern. Neuer Spielstand. Spiel erfolgreich gespeichert. Ja, geil. Müsste jetzt bei Laden eigentlich mit drin sein, ne? Genau. Save 2. 1.12.2022. Das haben wir heute. 16.46 Uhr. Okay. Das war's jetzt aber wirklich. Wir haben über 13 Minuten, das ist sehr gut, das freut mich. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, der Talk spielt ein Computerspiel. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss, bin raus.